Moinsen und herzlich willkommen zurück im Projekt Ark Park. Wir haben das Projekt erfolgreich rebootet, ja. Wir haben Strukturen aufgestellt. Ihr habt ja das Infovideo gesehen, da wisst ihr ja, was wir so vorhaben. Also wir haben jetzt hier... Ich gucke mich gerade noch um. Ich bin gerade noch... Ja, jetzt kann ich mich umgucken. Aha, guckt euch das an, wie wahnsinnig episch das ist. Zäune, ganz viele. Seht es euch an, es ist so toll. Riesige Zäune. Und mit dabei ist heute, oder sind heute, der Lone Star, die Ari, die Rizari und der Niklas. Der Captain Yamato wird später noch zu uns stoßen, ja. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir zu unserem Spot kommen, wo wir bauen wollen. Und ich muss mich auch erstmal orientieren. Ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich gerade bin. Ich muss dazu sagen, ich kenne die Center Map nicht so wahnsinnig gut, obwohl wir hier, ja, rumgeeiert haben schon im Vorfeld und uns das alles angeguckt haben. Vom Boden sieht das alles immer noch mal ein bisschen anders aus, als wie wenn man mit dem Speck rumfliegt. Ey, da ist jemand! Ja! Ja! Lass mich mal ein, Wolf Riders. Ach ja, ich muss den Tribe noch umbenennen, ne? Mhm. Und dann wieder am besten. Moment, das machen wir gleich. Moment. Tribe Manager. Damit wir alle einladen können. So, Wolf Riders. Jetzt haben wir auch den richtigen Tribe-Namen. Ich bin wieder klein und dick, passt alles, genau. So. Sind wir auf der richtigen Insel überhaupt? Ich hoffe doch, ja, eigentlich doch. Wir sind irgendwo an irgendeinem Zipfel gespawnt, glaube ich. Moment, was muss ich jetzt machen? Ich muss dich zum Admin machen, ne, noch? Damit ich die anderen einladen kann, wenn ich sie sehe. Rizari, warte mal, Promote Player to Admin, genau, so, genau. Ich hab Stein gefunden. Yay, ah ja, genau, oh scheiße, das ist ja PvP jetzt. Das heißt, wir dürfen eigentlich gar nicht so lange rummachen und tun hier. Wir müssen eigentlich gleich voll Kette geben hier. Wo nochmal spawnen, bitte? Jungle South müsste das sein. Jungle House, ja. Jungle House. Jungle House. Im Jungle House. Ah, das wird der Wahnsinn, das wird der Wahnsinn. Ich wurde ausgesperrt, ich bin hinter den Zäunen gespawnt. Ja, ich muss auch erstmal außenrum vorbeilaufen, um reinzukommen. Was? Wo ist da was passiert? Was ist los? Ich bin ein Opfer des Raptors. Ja, alles gut. Oh oh. Nein. Also ich sehe Dodo. So, ich kann jetzt schon mal eine Spitzhacke machen. Ja, ich auch. Gleich mal Leben geben. Ich glaube, das ist bei PvP gar nicht so verkehrt. Ich bin jetzt bei Stamina reingegangen, alte Angewohnheit von SOP. Ach, ich habe schon wieder keine Engram Points mehr. Wo ist der Rest? Der Ringrest? Der Ring. Was, du wurdest rausgeschmissen? Ja, Timeout. Ja, einfach normal connecten, ne? Ja, ich habe ja nichts Besseres zu tun. Ich weiß nicht, wie ihr seid. Schildkröten. Und wisst ihr, was lustig ist? Ich muss erstmal muss ich an der Stelle ein riesiges Dankeschön an Rizari und an Lone Star aussprechen, weil die haben sich nämlich gestern fast den ganzen Tag um die Ohren geschlagen, um hier diese Inseln einzuzäunen. Das geht wirklich, man sieht es jetzt natürlich nicht, weil man jetzt hier nur diesen Abschnitt sieht, aber das geht wirklich komplett um die Inseln rum. Diese Zäune sind wirklich, also die Inseln sind wirklich eingezäunt. Ja? Und durch die Inseln. Und teilweise. Durch die Inseln auch teilweise, weil die Inseln sind teilweise, die großen sind nochmal halbiert beziehungsweise gedrittelt. Und das ist der Wahnsinn, was die hier gemacht haben und was die hier vollbracht haben. Und Niklas hat auch ein bisschen mitgeholfen noch und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, natürlich ist es so, dass im nächsten Update die Center Map komplett überarbeitet werden wird. Das heißt, im Prinzip dürfen wir die Arbeit dann nochmal machen. Ja, also... Sorry, nicht. Ja, wir müssen dann im Endeffekt das Gleiche nochmal machen. Was? Ich sehe jetzt mal einen T-Rex. Hab ich was? Ein T-Rex? Das ist Degos. Was ist passiert? Was ist jetzt? Du sollst Ari nicht vergessen. Ach ja, Ari hat auch mitgeholfen, ja. Genau, Verzeihung. Ja, aber nicht so viel wie die anderen. Ja, das muss man an der Stelle wirklich mal unterstreichen. Also, Rizzi und Lone Star haben wirklich hier richtig viel Arbeit. Ja, 10 Stunden Arbeit mindestens war das. Und das muss man mal sagen. Ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Ohne Witz, weil ich war komplett mit dem Video beschäftigt. Ne? Das hat ja auch ziemlich lange gedauert, das zu machen. Was seid denn ihr? Wir sind noch am Zaun, ja. Hilfe. Die vom Skorpion wegrennen. Also ich bin bei Spielbär, ich glaube, ich bin richtig. Es wird gleich dunkel, ne? Wir sollten, glaube ich, jetzt erstmal gucken, dass wir uns vielleicht ein Feuerchen machen oder so. Ich hab eine Fackel. Ich bin bei irgendwelchen Ruinen. Eine Fackel ist auch gut, ja. Du bist bei irgendwelchen Ruinen. Ja, auf der Map gibt's ja nur so 5. Ich sterb mal kurz. 1500. So, jetzt habe ich gleich eine Fackel, einen Speer und eine Axt. Ich bin das immer noch so gewöhnt von SOTF, wenn man dann anfängt, dass das alles automatisch irgendwie in die Slots und so. Das ist voll nervig, dass man das ja manuell bewegen muss, Mensch. So, gleich mal wieder hier.
Ich nehme mal Movement Speed. Weißt du noch, wo wir diesen wo du meinst, dieses Wasserreservoir hinbauen? Da bin ich. Du hast schon Klamotten, ne? Auf der anderen Seite? Ja. Wahrscheinlich. Oh Gott. Ja, ich glaube, wir müssen durch die Insel laufen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, das Gefühl habe ich auch. Wir müssen die richtige Inselhälfte finden, die mittlere. Und wir sind auf der richtigen Seite. Wir könnten uns dran orientieren. Es gibt da so eine Landzunge. Warte mal, ich kann mal die Map aufmachen. Okay. Dann sehen die Zuschauer das auch. Guck mal, wir werden ja angezeigt. Guck mal. Siehst du das links neben uns? Da ist diese Landzunge, die so von der anderen Insel so in diesen See reingeht. So. Also in den Fluss. Wo der Fluss so eine Biegung macht. Ganz lange Teil da? Genau. Und da müssen wir eigentlich uns dran orientieren, weil wir müssen davon so ein bisschen auf der anderen Seite davon stehen und dann einfach gerade in die Insel reinlaufen, dann sind wir schon an der Höhle, wo wir hinwollen. Gut, dass ich am anderen Ende der Karte gespawnt bin. Dann ist das dieser kleine Zipfelchen auf der unteren Insel. Okay, dann sind wir auf der richtigen Seite. Genau, wir sind mehr oder weniger, ja. Ich glaube sogar dann in der richtigen Hälfte sogar. Wisst ihr was? Ich suche so lange die Höhle. Ich warte da auf euch dann. Ja, das mache ich auch. Was macht ihr? Ja, das ist eine gute Idee, ja. Eigentlich können wir uns alle dann an der Höhle treffen, so mehr oder weniger. Aber passt auf, da spawnen auch Alphas an der Höhle, ne? Guck und gut hin dann. Waren auch irgendwann mal. Und Gigas auch, ja. Das ist total gefährlich da eigentlich, aber wir schaffen das schon. So, wir schaffen das. Können wir das schaffen? Endlich PvP wird geschrieben im Chat. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich darüber so freuen soll oder nicht. Das war ja mehr oder weniger alles so. Ich wurde ja überzeugt davon, dass das cool wäre und dass sich das alles so in geregelte Bahnen lenkt. Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, das ist ein großes Experiment. Ich habe keine Ahnung, wie gut oder schlecht das am Ende funktionieren wird. Wir werden das alles sehen. Ich hoffe, man kann noch bei mir alles hören in der Aufnahme, weil ich eben irgendwie raustappen musste. Mein Spiel hat sich kurz aufgehangen. Oh oh. Nicht raustappen. Ich konnte nicht anders, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich sollte mal die Fackel an. Ach, guck mal, das ist voll schön. Das sieht voll gut aus. Wir müssten. Da vorne steht ein einzelnes Tor. Ein einzelnes Tor? Irgendwie stimmt das aber nicht, glaube ich. Oh, hinter dir ist ein Dilo übrigens, nur so. Ja, ich hab's gehört. Warum ist hier ein einzelnes Tor? Vielleicht wird der Rest nicht angezeigt? Ja, der Rest wird nicht angezeigt, oder? Ich kann da durchlaufen. Ich glaube, da haben wir eins falsch gesetzt. Hä, hier ist doch gar nichts. Bei mir ist hier gar nichts. Hier ist ein Tor vor mir. Ja, nee, bei mir ist hier nichts. Kannst du hier nicht gegenlaufen? Ich laufe hier gegen das Tor. Meinst du... Ah! Hilfe! Zaun, da meine ich. Ach, so Zaun meinst du. Ja, den sehe ich, aber ein Tor habe ich da nicht gesehen. Hilf mir! Ich tue ja schon, was ich kann. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Okay. Alles gut. Nee, halt, genau. Wir brauchen halt. Nein, warum gibt's die Piranhas? Au. Ich sterbe bloß die ganze Zeit. Au, machen die Schaden. Ja, da gibt's einiges. 95 war der. Hey, ich hab schon wieder Tricks gefunden. Ja, gewöhn dich lieber ganz schnell dran. Das ist hier nicht die Ausnahme, sondern die Regel. So, gut, warte dann mal, was. Wir müssen uns an dem Zaun orientieren da vorne. Ach ja, ich glaube vor unserer Höhle irgendwo in der Nähe ist eine Katze unterwegs. Na super. Weil ich war nicht weit weg von der Höhle. Ab wie viel Movement Speed kann man vom T-Rex weglaufen? 104? 130 oder so, glaube ich. Probier's einfach mal aus und sag uns, wie es klappt. Was? Ach, scheiße. Ihr merkt schon, ich bin voll der Profi. Ich habe Level 150 gefunden. Der hab ich gleich getötet. Da hinten rennt einer. Wer ist einer? Weiß ich nicht, irgendwer. Auch irgendwer. Wir sind zu zweit. An dem Tor, der steht vorne im Tor, zwischen Paras. Ja, dann passt nie mal auf, ne? Das können auch Fremde sein. Du musst aufpassen, wer ist. Also ich bin mit Ritzi... Oh, Kano rechts. Ich will weiter hier rüber. Ah. Ah, ich sehe auch Kanus. Ja, der Petri haut auch schon ab. Oh nein! Ah, ich höre. Oh nein, scheiße! Fuck! Ah, Haken geschlagen! Oh nein, ich höre ihn! Beim Kanu nicht so. Doch, das hilft! Aber meine Stamina ist gleich leer! Holy shit! Ich hab ein bisschen gefressen! Oh nein, hier ist eine Schlucht! Scheiße! Spring. Nein, kann ich nicht! Das überlebe ich niemals! Im Leben nicht! Scheiße! Oh Mann. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin, verdammt. Ja, ich auch nicht. Toll, jetzt bin ich ganz unten an der Ich bin fast am Verhungern, ey. Scheiße, ich muss jetzt erstmal was zu essen organisieren hier. Ja, irgendwie. Oh. Ich weiß aber nicht. Da! Ah. Wo denn? Ich springe mal auf der Stelle. Hopptor!
Ich hab Andi gefunden. Oh. Aua! Oh Gott. Hilfe! Ich renn schon weg. Oh. Ah! Ein Bronto. Was? Das war gar nicht der Raptor? Okay. Boah, okay, gut, dann, ja. Schön, wie das anfängt, ne? Super, aber Ritzi ist schon mal im Tribe. Das ist schon mal ein Anfang. Das heißt, ich kann schon mal andere ein. Eieieiei. Was? Wo ist hier? Du auch hier spawnst. Wie, was haben wir denn hier? Wo bin ich denn jetzt? Also, ich bin ganz unten links an der Insel jetzt. Ja, ich auch. Ganz unten links. Ja? Warte mal, ich bin auch. Warte mal, ich kann auch gucken, ich blöd Mann. Ja, ich auch. Oh, ich bin oben rechts. Aber wo? Wo seid ihr? Bei ja, wo? Zaun, ich bin den Zaun entlang gelaufen. Ich bin den Zaun entlang gelaufen. Da, wo der Zaun ist, sind wir. Ja, bin ich auch. Also ganz mal am Strand noch oder im Inneren schon etwas? Am Strand. Ich kann hier von hier aus den Sumpf sehen. Spielwer, kannst du nochmal? Sumpf? Ich sehe die Totenkopfinsel von hier aus. Kannst du bitte nochmal die Map aufmachen, Spielwer? Ja. Ach ja, stimmt eigentlich. Müsste ja nur im Stream gucken, ne? Ja. Wo ich das bin. Ist, das mache ich nicht, das wäre zu einfach. Stimmt, das wäre zu einfach. Wie sei? Aber erinnere dich. Also ich bin bei 85, 45 ungefähr. Okay, da laufe ich jetzt hin. Ich versuch's zumindest. Wahrscheinlich werde ich sterben. Ich brauche Holz und Fiber für Speere. Ich brauche generell erstmal irgendwas. Ich laufe erstmal. Bis jetzt. Ja. Bronto, hier ist ein Dodo. Ihr merkt schon, der Anfang, der ist wieder nicht so einfach, aber wir haben das alles schon ein bisschen runtergedreht, die ganzen Werte. Das war alles schon mal viel krasser. Guckt jetzt in sein Inventar. Guckt einer von euch gerade in sein Inventar? Nein. Nein. Ja. Aber ich stehe an der Palme nur. Steh auf den Stein. Ich hab Mr. Haupt gefunden. Oh Gott, töte ihn. Ich nehme gleich die Reaktion. Töten. Hallo. Ich bin da, wo jetzt quasi ein Wassergehege entstehen könnte. Aha. Wo der Zaun also ins Wasser reinragt. Ja, ich suche die gerade. Okay, warte, dann orientiere ich mich da dran. Ich bin ein bisschen in... Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Da ist auch sogar noch eine zu sehen. Warte, warte, bleib einfach da. Ich komme. Ja, genau. Ich warte jetzt hier, bis jemand kommt. Das sagt man immer im Gefahrenmodus. Ja, genau. Wir sollten einfach warten, bis jemand kommt und uns abholt. Das ist sehr gut. Das klappt im Horrorfilm übrigens auch immer sehr gut. Mag den Mr. Haupt, der ist nett. Töte ihn. Stehst du auf dem Felsen, Lonestar? Ja. Ich sehe dich. Dreh dich um. Oh Gott sei Dank. Da kommt er. Fehlt nur noch Ari. Ich habe keine Stamina mehr, warte. Naja, nee, jetzt. Noch ein bisschen. Auch Bären. Und Niklas fehlt auch noch. Den müssen wir auch noch einladen. Nee, der ist jetzt, den habe ich gefunden. Ach so. Ich bin durch Ziel durch die Gegend gerannt und hab ihn gefunden. Nice! Ich glaube, wir müssen weiter ins Innere. Wenn wir außenrum laufen, sind wir falsch. Wir müssen in die andere Richtung. Ja, wir müssen jetzt, genau, wir müssen wieder zurück. Wir müssen da. Wir sind ja in den mittleren Teil. Alles klar, dann laufen wir da mal hin, ne? Dann laufen wir nur an der Küste entlang, glaube ich. Wieso, Ritzi? Wir laufen jetzt zurück. Dann kommt dort der Zaun, wo wir vorbei. Warte mal, ich brauch erstmal Proviant oder so. Da kannst du gefressen, Bude. Ich weiß schon fast an der Base. Bin am Verhungern schon wieder hier gleich. Warte mal. Das wird hell. Das ist schon mal, das ist auch gut, ja. Da sieht man die Raptoren wenigstens, bevor sie einen fressen. Ja. Viel schöner, als wenn man durch das Stampfen hinter einem vom Kanu erst aufmerksam wird. Da rennt schon wieder einer. Töte ihn. Okay, die Richtung stimmt doch. Oh, was war das? Ein Blitz, habt ihr das gesehen? Nein. Irgendwas hat geflasht gerade. Ist ein Dodo Level 130. Plötzlich will ich mich nur kurz ein bisschen ausrüsten. Ich rüste mich jetzt nicht aus. Ich versuche jetzt direkt zu der Höhle zu kommen. Stimmt eigentlich. Wir sterben wahrscheinlich eh wieder. Ja, wir sterben eh wieder, aber ich habe keine Lust, das 5-6 Mal zu machen. Ich beinahe mit Essen, weil ich bin fast am Verhungern. Laufst du jetzt ohne mich dahin? Ich hab eine Mütze, so. Lutzer, wo bist du? Ich hab dich verloren. Bin vor dir ein kleines Stück, nur alles Gute. Achso, da. Ich würde jetzt den Dino und dann... 145, ach du Scheiße. Oh, es regnet. Das ist hier auch cool auf der Map, man sieht die Blitze. Alter. Meine Speere sind alle kaputt. Brauchst du Hilfe? Der ist 145, der scheiß Dino. Wo bist du hingelaufen? Nein, er kommt, glaube ich, zurück. Nee, er rennt immer noch zu schlecht durch die Gegend. Echt? Ich sehe eigentlich ganz gut. Wo müssen wir lang? Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Das ist das Problem. Ja, ich glaube, das ist eine gute Richtung. Okay, gut. Dann gehen wir einfach hier weiter. Ich sammle unterwegs Bären. Auch gerne eine Waffe. Ich fühle mich so nackig. Ich bin so nackig.
Du bist nackig, ja. Ich auch. Ich hab, ich, na gut, nicht ganz. Ich hab, achso, ich weiß gleich warum. Ich hab eine Haube auf. Hier ist ein Lystosaurus. Wenn ich den tame, hab ich was. Ja, super. Das dauert, glaube ich, erstmal. Ja. Ist noch kein Zaun in der Mitte? Der Lystosaurus, der bringt's dann. Aber da leveln wir schneller eigentlich, ne? Das wäre eigentlich gar nicht so sinnlos. Aber die Zeit ist zu lang, bis der fertig ist. Hm. Wir sollten uns erstmal irgendwie alle finden. Finden und irgendwie die Höhle zu bauen, ist jetzt so der Plan für die erste Folge. Für die erste Folge vor allem. Für den ersten Stream. Die erste Folge. Ihr müsst gleich im Wasser rum, oder? Die erste Folge ist in 4 Minuten schon wieder zu Ende. Ihr müsst eigentlich... Ah, ja, ich weiß, wo wir sind. Okay, wir müssen nochmal... Wir müssen da hinten durch. Hab ich... Wir kommen dann nicht durch. Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Sicher, ja, dass wir hier... Ich nicht mal gucken. Da ist ein Raptor. Okay, dann gehen wir wieder nicht da lang, oder? Ja, genau. Ich glaube, wir sind hier nicht richtig. Wir sind nicht richtig. Wenn es da tödlich ist, sind wir nicht richtig. Ja, genau. Weißt du, wo ich gespawnt bin? Ahne schon, was dann vor der Höhle stehen wird. Ein Stein. Ein Stein. Nein, kein Stein. Ein Giganoto oder so wird da davor stehen. Wo seid ihr denn jetzt lang gelaufen? Katze, Katze! Ah! Da kommt jemand. Ich locke die Katze zu ihm. In den mittleren Teil. Es ist bestimmt Ari wahrscheinlich. Ja, hier ist er! Ich, also wir sind an der unteren Seite der hinter, großen. Ja, der Katze ist hinter ihm. Komm, wir können durch. Ja, ja. Hat gut geklappt. Durchbrechen, doch, durchbrechen. Habt ihr Koordinaten für mich? Oh, da rechts ist sie. Da rechts ist die Katze. Jetzt habe ich kein Stamina mehr. Ich habe noch ein bisschen was. Ich renne jetzt aber nicht mehr. Wir sind hier auf dem Berg. Wir sollten nicht so hoch sein. Wir müssen tiefer. Ja, ich weiß. Aber vielleicht ist er auf der anderen Seite des Berges. Ist ja was. Hm. Plötzlich würde ich sagen, Nacko-Berries kann man sehr gut essen, was meinst du? Ja, probier mal aus. Ich schleif dich nicht durch den Wald dahin. Am besten, wenn ein Raptor in der Nähe ist. Das ist mein Tarnmodus, ich stelle mich tot. Da kommt einer aus so einem Zaun nicht mehr raus. Der ist in einem Zaun gespawnt. Oh, ja, dann... Also, cheaten werden wir nicht dafür. Nee, gecheatet wird nicht. Ist so. Dann muss er also warten, bis er verhungert ist und einen neuen Charakter machen oder neu spawnen. Ja, hier bin ich gespawnt. Hier bin ich gespawnt. Ihr müsst aufpassen, irgendwo dann oben, wenn wir die Wand hochlaufen. Ja, toll. Da unten ist der Fluss. Ja, wir müssen hier rechts rum. Ich weiß, wo die Höhle ist. Von hier aus. Wir müssen wir nicht eher jetzt nach rechts lang irgendwie? Bist du da runtergesprungen? Nee, nein, ich stehe hier oben. Ich springe ja nicht da runter. Ich bin ja nicht bekloppt. Ach, der schon. Ich habe keine Stamina mehr gerade. Ich finde das Wetter gerade gut. So können wir nicht verdursten. Aber verhungern. Ja, verhungern, das stimmt wohl. Ha, hier sind Büsche. Ich hab kein Stamina mehr, ich muss Stamina aufladen. Glaub, mittlerweile könnte ich mir jetzt auch Hose und Shirt machen wenigstens. Dann bin ich nicht ganz so schnell tot. Dann braucht es nur 2 Bissen, bis ich sterbe und nicht einen. Essen. Ich geh schon mal ein Stück weiter. Da rechts ist es doch, oder? Bist du nicht hoch? Nee, hier ist er. Da vorne sind Stegos und die sind entspannt, das heißt, da ist nichts Gefährliches. Ein Kopf-Ei. Oh Gott, ich will hier weg. Ich bin da rechts hochgelaufen, würde sie diese Treppen. Wir sind in der Höhle. Echt? Ja. Gut. Dann los. Baut. Ich kann nichts bauen. Ja, baut die Eingänge mit Foundations zu am besten schon mal. Das können sie noch nicht. Ich habe auch keine Level. Naja, aber ihr könnt doch Fetch machen, oder nicht? Nein, ich kann gar nichts. Leveln. Ja, oder leveln. Dann levelt und dann baut Fetch. Das ging so schnell bei SOTF immer. Ja, das ist schlimm, ne? Man ist das noch so gewöhnt, dass das alles so schnell geht. Aber das ist ja hier kein Speed-PvP. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal ganz klar unterstreichen, ne? Wir haben uns ganz klar auch das Ziel gesetzt, dass wir uns von Speed-PvP-Servern absetzen. Katze. Dass wir uns auch von dem Gedanken absetzen, dass es... Ha, Katze! dass der YouTuber irgendwelche Zeitvorteile bekommt, weil ja angeblich der YouTuber mi nicht so viel Zeit hat und so, ne? Das gibt's bei uns nicht. Toll, hier ist eine Schlucht. Ich setze die erste Foundation. Also der... Oh. Scheiße. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ha! Die ist bei etwa 80, 45. Ja, aber da ist eine Schlucht. Da geht's nicht weiter. Also vom Pin her. Ja, wie? Da hinten ist jemand. Ich hab Kompis gefunden. Wo ist der? Da hat jemand gebaut. Hallo. Ja. Ari. Hallo. Ja. Nein, wieso findet ihr euch alle und wir finden gar nichts? Ich finde nur Kompis. Achtung, da kommen Kompis. Nicht, wir finden nicht nur weg. Den Tod. Ich wollte dich doch einladen. Aber warte mal, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Okay. Da hinten lag auch irgendwo ein Kompi-Ei.
Gott, nein, schlecht, nein, 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 spawnen können, ey. Oh fuck. Ah nein! Level 150. Nee, 50 nicht. Fuck. Nein. Da war der Raptor. Ich schauen, ob wir im Bett bauen können. Ich bin ausgerutscht und die Klippe runtergefallen. Mann! Ah, mir fehlen ein paar Punkte für das Ding. Oh, warte mal. So, jetzt muss ich wieder gucken, wo ich bin. Nicht viel heute. Weißt du was? Ich scheiß jetzt auf Craften. Ich renne jetzt einfach durch. Ah, oh Gott, was ist das alles? Ein Galimimus. Das Sleeping Bag geht ja nicht, ne? Ja, wir brauchen viel Halt dafür. Ja, und dann kann vor allem nur einer da dran spawnen, dann, ne? Spar ich mir mal diese 25 Halt auf. Alter. Das ist gar nicht so einfach, muss ich mal sagen hier. Ich muss auch öfters auf die Map gucken. Da sehe ich doch, wo ich bin, verdammt. Ja, toll. Ich bin am äußersten Zipfel gespawnt. Ich kann mich eigentlich gleich wieder töten. Ich bin auch noch hier irgendwo unterwegs. Ich versuch's jetzt trotzdem. Ich versuche mir jetzt, dass ich ein Bett zusammenfahren kann. Ja, doch, eigentlich könnte man es versuchen. So groß sind die Distanzen ja nicht. Ich hab ein Level ab, das ist gut. Ja, schon der erste Zaun wieder. In der Mittelzaun. Ganz schnell gefunden. Ich klatsch schon mal die Höhle zu mit Foundations. Ja. Mach das. Tut euch keinen Zwang an, ihr könnt schon anfangen. Ihr könnt schon leveln, bis der Arzt kommt und bauen und hast du nicht gesehen. Je schneller wir hier einen Fuß in die Tür kriegen, desto besser ist es. Ich glaube, ich muss die Foundation nochmal abreißen, so wie ich es gebaut habe. Ich hätte vorher nochmal PvP und Neustarten üben sollen, glaube ich. Ich muss erstmal wieder reinkommen, so. Wenn man lange nicht angefangen hat neu und das alles auch nur von SOTF kennt. Ist das alles irgendwie... Scheiße, da vorne ist ein Kano. Alles gut. Da ist nichts. Wo bin ihr ich seid. Eigentlich? Bin hin. Aber ich laufe schon richtig. Ich muss in die Richtung laufen. Verdammte Kacke. Lauf in das Maul von einem Giganotosaurus. Das würde mich nicht überraschen, wenn das heute noch passiert. Weil hier in der Gegend spawnen die auch mal ganz gerne. Spawn und werd von einem Dilo angespuckt. Nein, der Kano! Mann, Kacke! Geh auf den Ankylo. Hüpf. Oh. Oh nein, warum sind da... Nein! Fuck! Wann kann man ein Bett bauen? Ich töte dich mit meinen Fäusten. Okay, es geht doch nicht. Eigentlich nicht so lang. Ich frag also mich, wie zu wem wir gerade die Katze gelockt haben. Weißt du, wer das war? Halt die Punkte. Ich hab keine Ahnung. Es ist mir auch egal. Es ist mir auch so egal. Weil ich bin auch Level 6, ich seh's bloß nicht. Oh, na toll. Hoffe, die Schildkröte gewinnt. Gott, das funktioniert hier nicht so gut wie bei SOTF mit dem Speer in Kopf und Dilo tot. Wo bin ich? Ritze, ich hab's. Ich brauch noch gut. Ja, ich sammle gerade. Ich hab jetzt ein paar Dodos gekillt und los. In diese Richtung muss ich jetzt so ungefähr laufen. Komme zurück, halt, hab ich ein bisschen. Schmeiß dir hin. Wo bist du? Das Spiel kann man nicht durchspielen, ja. Also ich weiß nicht, wer das behauptet, dass man Ark durchspielen könnte. Man kann es aber spielen, bis man durch ist. Das geht ja. So rum wird ein Schuh draus. Ich sehe die Höhle! Da ist ein Kano unten! Oder? Ist das die Höhle? Wo ist ein Kano? Das, links von dir, links unten, wo die Ruinen sind, da läuft einer. Wir sollten nicht so weit da raus. Ich bin an der Höhle. Jetzt wo ich ein Bett habe. Da läuft ein Trike drin rum, ne? Ah nein. Nee, das ist ein Dino. Liegen hier Aris Sachen rum? Lass mich! Hilfe, ich brauch Hilfe! Hilfe! Wo denn? Hier! Geh da weg, du hast noch einen Dilo an der Seite! Was? Wo? Wo? Rechte Seite. Lol, der findet den Weg nicht. Jetzt hast du noch ein bisschen Pfeife. Oh, ich bin angekotzt. Oh nein! Alles gut. Aber ich sehe den anderen jetzt nicht, wenn er kommt. Der ist rechts, der läuft gegen die Wand, der checkt's nicht. Das klingt da gut. Ich dass der Kano. Lock ihn bloß nicht her. So, jetzt versuche ich mal euch zu helfen. Ich versuche mal produktiv zu sein. Ich versuche die KI zu verarschen. Oh ja, das hat sehr gut funktioniert. Ich habe dich da schnipsen sehen, wie du sie verarschend weggeschnipst. Ich wollte um den Stein rumlaufen. Ich sag jetzt dein die. Zeug noch da? Das liegt noch da. Der Kano ist halt da. Soll ich ihn weglocken? Ich bin eh noch nackt. Komm, ich lock den jetzt weg. Wenn du willst. Ja, ich muss es ja. Einer muss es ja machen. Ah, nochmal einen Schluck aus der Pfütze genommen. Bin ich weit weg. Ah, nein, scheiße! Doch nicht so schnell! Ja. Das ist nicht weit genug. Ja, ich weiß. Aber ich weiß jetzt, wo die Höhle ist. Das ist schon mal gut. Kann man nicht einfach irgendwas, da so ein Stück Fleisch in die Ferne werfen und er läuft hinterher oder so? Mein Gott, das ist ja ein Riesenschwanz. Habe ich das gerade laut gesagt? Du gespawnt bist. Hi, Spielbär. Lauf mal gemeinsam. Ja, komm. Der Kano kommt immer näher zur Höhle. Das ist ja nicht weit, warte. Ja, komm. Hey, Fuß. Ich weiß, wo es lang geht. Ich habe auch eine Karte, du Schlaumeier. Ich brauche die Karte eigentlich nicht mal.
Ja, dann. Wo ist er denn jetzt? Da unten, beim Brontos. Läufst du nicht falsch? Warum läufst du zu den Brontos? Du musst doch in den Wald laufen. Wird es uns gelingen, die Wolfriders an der Höhle zu versammeln? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge Arc Park. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!